Leute, was geht ab? Wir befinden uns jetzt hier bei Berlin in der Innenstadt. Leider wird uns gerade der Weiterweg verhindert, weil der Bahn hier ist. Wir waren jetzt shoppen und haben ganz viele Sachen gefunden. Und auf jeden Fall, hier ist scheiß Wetter. Regnet wie scheiße hier. Und meine Haare sind so ekelig gerade, das ist nicht mehr normal. Aber trotz dieses Scheißwetter sind hier so viele Menschen. Schon krass. Und jetzt gehen wir gerade zu Olympic. Das hier, ne? Ja. Und jetzt bewegen wir uns hier einfach mal rein und gucken mal, was hier drin so abgeht. So, aus dem Olympic-Laden raus und direkt schon wieder einen Pulli gefunden, Alter. Ich habe heute so viel Klamotten gekauft, wie ich glaube ich in meinen ganzen 19 Jahren noch nie gekauft habe. Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher zu New Yorker. Und dann, da vorne sieht man ihn schon. Gleich bei Saturn. Und pass auf, Bro. Und dann werden wir da mit Sicherheit auch noch was finden. Junge, 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 so viele Klamotten. Fakt ist, Berlin ist auf jeden Fall eine hammergeile Stadt. Ja. Gefällt mir hier richtig schön. Sehr gut. Hast du gerade mal die Uhrzeit parat? Ja, 18:45 Uhr. Das ist jetzt 18:45 Uhr auf einen Samstagabend. Und hier, Leute, seht ihr mal, wie viel hier noch los ist, trotz dass es regnet. Wie schon erwähnt, meine Haare sind voll im Arsch. Guck mal, das ist so wie bei uns als CCH, dieses Radisson. Ja, Radisson. Schild auf drauf. Ja, ja, stimmt, da oben bei Radisson. Ist schon alles richtig geil da. Das macht schon Laune hier. Und hier haben wir immer dieses Alexanderplatz, die U-Bahn. Und jetzt so hier vor New Yorker. Gehen wir einfach mal rein, aber hier müssen wir ausmachen wegen Musik und so. Okay, New Yorker raus. New Yorker hatte jetzt leider nicht so eine schöne Sachen gehabt. Aber ich würde sagen, wir sollten genug haben. Fürs Erste und ehrlich gesagt, ich kann auch keine Klamotten mehr sehen. Und Brian allerdings auch nicht, deswegen haben wir uns beschlossen, dass wir jetzt erstmal zu Saturn gehen und uns mal ein paar Playsy 4-Spieler angucken. Muss ja auch mal wieder sein, oder mal einen neuen Fernsehen oder so einen Scheiß kaufen. Und nach Laptops gucken, weil ich brauche unbedingt einen neuen Laptop. Könntest du theoretisch heute machen? Einen neuen Laptop? Vom Ding her ja wirklich, aber ich muss einen Laptop haben, der kostet um die 1000 €. Weil wenn ich mir einen Laptop hole, der irgendwie 500 kostet, da habe ich wieder dann so ein Chap-Teil, was ich schon beim Internet, bei YouTube aufhänge. Und ich das kreuz und quer gegen die Wand schmeißen könnte. Egal, wir befinden uns jetzt in Saturn und wir sehen uns ja, wenn wir da draußen sind. So, jetzt sind wir raus aus Saturn. Wir haben uns nochmal bei der Rollercoaster geholt, so eine Komplett-Edition mit 8 CDs. Mal gucken, wenn ich zu Hause bin wieder, werde ich mal davon ein Let's Play machen, weil das Spiel ist zwar sau alt. Hat keinen Speicher, gar nichts, aber das ist einfach legendär. Und saugeil. Ja, Mann, das ist einfach unglaublich geil. Ja. Unser Shopping-Trip ist jetzt damit beendet. Jetzt können wir ruhig in die Matratzen fallen und Arsch legen. Und jetzt werden wir dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, favorisiert euch über das und ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.